Ja, eigentlich sollte ich jetzt kein Video drehen, so wie es bei mir gerade läuft. Wahrscheinlich sagt mir jetzt die Kamera endgültig so, boah, okay, in der Hoffnung, dass dieses Video, wenn du jetzt nicht aufpasst, haut's dich noch vom Ding und dann bin ich richtig depri, weil wenn dir was passiert, ist es schlimmer als alles andere, was bis jetzt passiert ist. Gute Entscheidung. Vernünftige Entscheidung. Also, hi ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo, am Montag gedreht und vorhergesagt, am liebsten würde ich mich wieder ins Bett zurücklegen. Also, heute ist nicht mein Tag. Also, heute erzähle ich euch was, wie mein Tag abgelaufen ist und ich glaube wirklich, falls ich ein bisschen durcheinander rede, tut mir leid, ich vermute, ich hab mir heute auch noch eine Hirnerschütterung eingefangen. Aber ich erzähle jetzt von Anfang an. Also, ich bin heute das erste Mal um 7 Uhr wach geworden. Dann war es dunkel. Dann bin ich nochmal schnell zum Klo gewitscht. Dann bin ich wieder zurückgewitscht. Und dann habe ich an der Decke bei mir im Zimmer zwei fette Motten kleben sehen. Dann bin ich aufs Bett gestiegen, habe diese zwei Motten geklatscht. Und dann meinte meine Mutter zu mir so, aber ich soll die doch jetzt gleich in den Mülleimer tun. Dann sage ich so zur Mom, Mom, nee. Dann irgendwie gehe ich dann auf jeden Fall, warte ich dann. Und dann bin ich das zweite Mal um 11 Uhr rum wach geworden. Da war es immer noch ein bisschen dunkler als sonst. Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, witsch noch mal aufs Klo. Glaub mir, das passiert noch ein bisschen öfter. Ich glaube, wir haben nämlich auch noch die Blase entzündet. Mir läuft es heute nicht so. Ja, dann bin ich auf jeden Fall da nochmal losgewitscht. Und dann hocke ich da auf den Toiletten und ich sag euch, in dieser Sekunde, wirklich in der Sekunde, wo ich da hocke, Sonnenaufgang, auch so mit voller Kanne, so wusch. Und ich denke mir so, aah! Ich habe nicht nur wah gedacht, sondern ich habe wah gemacht und mit vom Klo geplumpst. Das war so richtig das Prinzip. Schon doof läuft, dann so richtig. Ja, dann bin ich noch mal, bin ich los, hab einen Biomülltütenbeutel geholt, hab da dann die zwei Mottenkadaver reingelegt. Guck mich nicht so schockiert an, Leo ist halt so. Autsch, das hat irgendwie gemacht. Ja, und dann habe ich weiter geschlafen. Und dann das nächste Mal wach geworden bin ich dann um 13 Uhr. Und da habe ich dann gedacht, nee, drehe ich mich noch mal um. Und dann das übernächste Mal wach geworden bin ich dann um 18 Uhr. Und da hat mich dann wieder die Sonne voll erwischt. Volle Klatsche ins Gesicht. Uff. Ich dachte mir so, oh. Also ich so. Halb tot, mehr tot als lebendig, schleppe ich mich aus meinem Bett raus und stehe auf. Und keine 3 Minuten später steht plötzlich meine Mutter vor mir, reißt die Tür auf, schmeißt mir schnell Burger King-Essen hin, sagt was von, ich hab dir da Burger King mitgebracht. Ich so, hätten wir das nicht abschwätzen können? Ich meine, hä? Dann sagt sie so, ja, sie hat mir Fritten und Chili Cheese, die Käseröllchen gab es keine. Dann denke ich mir nur so, ja, ich hätte da vielleicht einen Burger gewollt oder irgend so. Wie. Auf jeden Fall stehe ich dann da und gucke so blöd. Dann nach so ein paar Minuten blöd gucken, denke ich mir so, okay, ja, nee. So direkt nach dem Aufstehen hat eigentlich, glaube ich, keiner Bock auf Burger King. Das ist ja, wäre ja dann mein Frühstück gewesen. Und ich meine, okay. Dann denke ich mir so, na, scheiße, ist immer noch hell. Also hole ich Telefon. Mama, so direkt nach dem Aufstehen. Hat keiner Lust auf Burger King. Echt jetzt? Dann lasse ich hier schnell auf dem AP, weil die nicht da ist. Dann versuche ich es nochmal nach 10 Minuten. Ey, echt jetzt? Hol's Essen. bevor es kalt ist. Dann denke ich mir so, gut, okay. Also ich im Halbschlaf schnapp mir meine Sonnenbrille, trottel nach unten die Treppen, so wie mein Hase gerade an mir vorbei, durch den hellen Hausgang, denk mir noch so, ja, jetzt ist mein Tag gelaufen. Nein, wir fressen keine Kaugummis, die Mami in irgendwelche Tücher gespuckt hat, in denen auch noch eine tote Motte ist. Ja, auf jeden Fall latsche ich dann diesen Gang entlang, denk an nichts Böses und dann gehe ich so runter zu meinem Vater. Ja, in dem Moment
der dann aus dem Bad raus mir den so einen uralt Altbackenspruch rausbrüllt nach dem Motto, wenn ich zu ihm sage, ich hab dir da was auf den Tisch gelegt, nee, warte auf die Spüle, es rest Burger King essen, ich kann noch nicht essen, es ist einfach viel zu früh. Ich meine, ich bin gerade erst aufgestanden. Mein Vater so, ja, eigentlich könnte es ja schon essen. Und ich denke mir nur so, da geht man extra diese scheiß helle Treppe runter, um diesem ollen alten Mann einen Gefallen zu tun, dass er nicht die blöden kalten Pommes, wenn es kalt echt scheiße schmeckt, essen muss. Und dann nölt er die noch von der Schüssel runter. Das ist so richtig dumm gelaufen für mich. Ja, ich bin dann leicht erzürnt. Ich bin erzürnt. Wir schenken uns das Licht. Wieder nach oben gelatscht. Und ja, dann habe ich noch zwei, dreimal versucht, meine Mutter zu erreichen. Und als ich sie dann endlich erreicht habe, hat sie dann das Donnerwetter des Jahrhunderts abbekommen, weil ich eigentlich sauer auf meinen Vater war, oder immer noch bin. Mit dem rede ich die nächsten 3 Tage nicht. Also wenn ihr das Video seht, könnte es sein, dass ich endlich wieder mit meinem Vater spreche. So gut ist die Musik. Und ja, und dann sitze ich da und denke mir nur so, also plaff ich Mutter an und dann ist mir eigentlich der Hunger auch voll vergangen. Und dann sitze ich da so eine Stunde, koch vor mich hin, wie so ein Gemüsebrühe sucht. Und dann nach einer Stunde denke ich so, ja doch, eigentlich hätte ich jetzt doch Hunger. Und Mama hat mir davor noch angeboten, sie wird doch nochmal zu Burger King gehen und mir noch was holen, nämlich zu einer Zeit, wo ich auch esse. Also ich rufe meine Mutter an und sage zur Mutti, du Mama, ist denn das Angebot noch da? Mutti macht sich auf den Weg. Und plötzlich sitze ich da, gucke an den Computer, lese noch so, dass es ein Windows-Update heute gibt. Und denke mir so, okay, dann auf jeden Fall sitze ich da und dann ruft Mutti mich an. Dann fragt ich so, dann sagt sie so, ja, beim Burger King ist die Fritteuse kaputt. Das muss man sich mal überlegen. Meine Mutter war nur ein paar Stunden davor da und da ging die Fritteuse noch. Und als ich dann echt Hunger hatte, als ich das Essen, das ich essen hätte können, meinem Vater gebracht habe, der mich angenölt hatte, habe ich dann kein Essen gekriegt, weil die olle Fritteuse kaputt war. Und alles, was es noch gab, waren Chicken Burger. Also habe ich zu meiner Mutter gesagt, sei es drum, hol einen Chicken Burger, ich mache das Chicken raus. Und dann gucken wir noch, ob wir irgendwie beim Chinesen was bestellt kriegen oder irgend so wie. Und ja, dann ist meine Mutter heimgefahren. Ich habe in der Zwischenzeit recherchiert. Alle Chinesen in der Gegend haben zu. Das muss man sich mal überlegen. Gut, dann auf jeden Fall, Mutti ist da. Wir essen dann zusammen. War ganz schön, fand ich nett. Und ja, dann habe ich wieder dran gedacht, ach ja, da war das Update. Ich rufe meine Mutter an. Ey, Mutter, Windows hat ein Riesen-Update. Mama sagt so, wie groß ist es denn? Ich sag, weiß nicht, warte mal, ich starte das Update. Update läuft. Ich sag, es ist groß. Es ist sehr groß. Dann auf jeden Fall, habe ich zur Mutter gesagt, ich schätze, 2 Stunden braucht's. Ich habe recht gehabt mit meiner Schätzung. Es hat genau 2 Stunden gebraucht, dann war es installiert. Ja, auf jeden Fall in der Zwischenzeit ist Mom nochmal zum Tabs runter. Ich habe Zeit mit dem Hasen verbracht. Ja, lang der langen Rede gar keinen Sinn. Mom ist dann irgendwann wieder hochgekommen. Und dann habe ich zu Mom gesagt, du Mom, ich glaube, ich habe mir mit dem Essen den Magen verdorben. Da habe ich Bauchweh. Dann das nächste war, als ich dann bin ich auf dem Bett gelegen, wirklich auf einem weichen Ort und kratze mich am Arm und habe das Gefühl gehabt, ich habe mich einfach wieder den Arm dabei gebrochen. Ich habe viel zu doll gekratzt. Dann habe ich mir den Zeh noch angeschlagen. Ja, und dann war endlich das Update durch von Windows und ich dachte so, ich drücke auf meinen Browser, relaunch, mein Browser stürzt ab. Ich drücke nochmal drauf, wieder abgestürzt. Also ich meinen Browser neu installieren, klappt immer noch nicht. Ich meinen Browser das 10. Mal neu installieren, es klappt endlich. Ich denke mir nur so, langsam reicht's. Dann setze ich mich hin, will meinen Hasen rennen lassen und ein Video aufnehmen. Und dann volle Kanne mir den Kopf an dieser Wand hier angestoßen. Und seitdem ist mir jetzt noch schwindliger.
Ja, genau, auf dem Bett war es nämlich auch schon schwindelig etwas, aber da war es noch nicht so schlimm. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich kübel gleich meinen Magen mitten vor die Pfote. Und ja. Und das übrigens, meine Lieben, nennt man dann einen totalen Glückstag. Und jetzt kommen wir zum jetzigen Videodreh. Und ja, die Kamera läuft, das Video ist auf Band. Es könnte also sein, dass es alles glückt. Also, schlimmstenfalls ist jetzt diese ganze Videodatei total zercrasht und das ganze Video ist nur ein Geräusch. Oh Mann. Also, meine Tipps für heute, damit wir auch noch ein bisschen was Lehrsames haben. Erstens, macht keine Windows-Update, die sind alle nur noch beschissen. Inzwischen kriegst du da mehr, macht Windows mehr kaputt, als es repariert. Versucht die Updates einfach zu überspringen. Genau, mein Schatz, man überspringt die Updates. Ja. Dann zweiter Tipp, wenn euch ein Hase in Fuß beißt, wie es bei Mama gemacht hat, dann streckt den zweiten Fuß nicht hin, er beißt auch noch rein, weil er im Zweifel damit ein Statement setzen will. Drittens, oh, hallo. Ja. Drittens, wenn ihr irgendwo, irgendwie, irgendwann böse auf jemanden seid oder auch nicht, aber ihr auf jeden Fall denkt, ich habe keinen Hunger und ein Essen weggibt, seid nicht doof, macht's nicht. Behaltet das Essen, weil es könnte immer sein, dass die Fritteuse kaputt ist. Das ist meine Lektion des Tages. Ja. Und dann, ja, und der letzte Tipp, wenn ihr wisst, dass die Sonne jeden Moment da sein könnte, geht nicht aufs Klo, weil sonst plumpst ihr runter. Das ist sehr unangenehm. Weil da ist man mit wortwörtlich mit runtergelassenen Hosen und nicht von den Augen. Ja, das sind meine Tipps des Tages. Ja, ich würde sagen, ich beende dieses Video, bevor ich noch irgendeinen noch peinlicheren Satz sage. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Ihr könnt mir aber auch auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Mittwoch und hoffe, dass mein Mittwoch besser wird als mein Montag heute. Wir sehen uns dann wieder am Freitag und ja. Jetzt fange ich mir ein Häschen, weil das soll auf jeden Fall jetzt noch mit mir kuscheln. Ich brauche jetzt was Flauschiges zwischen den Händen. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.